Bei dem alljährlichen Branchentreffen der Solarfirmen stellt sich die Centro Solar AG den aktuellen Herausforderungen und der Situation am PV-Markt konkret mit intelligenten Konzepten und innovativen Produkten. Die Herausforderung sehen wir im Wandel von einem Markt, der renditegetrieben war, hin zu einem Markt, wo sich die Menschen unabhängig machen möchten vom Energieversorger, ihre eigene Photovoltaikstrom produzieren möchten und den auch selber nutzen möchten für ihren eigenen Bedarf. Wir haben bereits vor einem Jahr unser neues Komplettsystem vorgestellt, das eine Wärmepumpe mit integriert. Dadurch können Sie Ihren Eigenverbrauch auf 20% steigern, also 20% des Stroms, den Sie produzieren, auch selber konsumieren. Herkömmliche Systeme schaffen dort unter 10. Wir gehen weiter in der Produktentwicklung in diese Richtung. Wir bieten Produkte für die intelligente Gebäudeautomatisierung an und auch ein innovatives Glasmodul, das den Dachziegel ersetzt und somit neben der Stromproduktion auch eine zweite Funktion, nämlich die der Isolierung, übernimmt. Wir sehen Tendenzen in eine weitere Erhöhung des Eigenverbrauchs, das heißt Richtung Nullenergiehäuser. Kunden möchten komplett ihren gesamten produzierten Strom für ihren eigenen Bedarf benutzen. Das heißt, es wird Entwicklungen geben in Richtung intelligente Ansteuerung von Waschmaschinen, Geschirrspüler und auch weitere Speichertechnologien in der Zukunft. Durch die Trends, die ich eben im Markt beschrieben habe, brauchen Sie Intelligenz im Vertrieb. Wir haben lange Jahre unseren Vertrieb und die Nähe zum Kunden aufgebaut. Wir haben ein sehr gutes Installationsnetzwerk mit guten und kompetenten Partnern. Dieses bauen wir weiter auf. Wir haben unser neues Partnerprogramm hier auf der Messe vorgestellt, das die Partner unterstützt in ihren Aktivitäten, um gemeinsam noch erfolgreicher auch in der Zukunft am Markt zu sein.